Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute gibt es ein traditionelles italienisches Ostergebäck. Wir backen Ostertauben, Colomba di Pasquale. Wir backen das Ganze mit Urdinkelmehl und in einer Light-Variante. Ostertauben klassischerweise mit Sauerteig hergestellt über mehrere Tage. Wir brechen das ein bisschen runter und machen es mit Hefe. Ist einfacher. Und ich habe von meinen Zuschauern auch schon die Rückmeldung bekommen, also von meinen Zuschauern, von euch, dass bei meinem anderen Ostertaubenrezept es etwas kompliziert ist für viele. Darum mache ich eine Light-Version. Hier ist noch dazu zu sagen, was ist das Ganze? Ist so eine Art Panettone auf Ostern, kann man es fast nennen. Und auch in so typischen Papierformen. Dann starte ich gleich mit der Vorstufe. Ich habe 25 Gramm helles Urdinkelmehl, 125 Gramm Wasser dazu. Das gibt ein Kochstück, ab auf den Herd. Normalerweise bei Urdinkel verwende ich ein Brühstück. Hier mache ich ein Kochstück und zwar mit 5-mal mehr Wasser. So bringen wir noch mehr Feuchtigkeit in den Teig rein. Zusätzlich ist der Ostertaubenteig schon sehr weich. Also das bleibt uns super, super saftig. Das ist gerne die Gefahr bei Urdinkel, bei allen Vorteilen, die das Getreide hat. Trocknet es schneller aus, darum hier diese Vorstufe. Und das mische ich mir hier, kannst du gleich mit dem Schneebesen machen, bis das so eine abgebundene Masse ergibt. Das war's schon. Schüssel nehmen, das Ganze reingeben und dann ab in den Kühlschrank zum Auskühlen. Die Folie hier direkt darauf legen, nicht dass das viel Kondenswasser gibt. Wie lange musst du es im Kühlschrank lassen? Muss einfach kalt sein, ist dir überlassen, kannst das problemlos am Vortag machen. Ich sage, bis 48 Stunden im Kühlschrank passiert hier überhaupt nichts. So Leute, Kochstück ist ausgekühlt, gebe ich mir gleich in die Küchenmaschine. Rein damit, 120 Gramm Wasser dazu, kaltes Wasser. Wir haben hier einen sehr weichen Teig, der läuft sehr lange, also wir kneten ihn lange und durchs Kneten gibt es eine Kneterwärmung, nicht dass der Teig dann zu warm wird. Weiter habe ich 110 Gramm Butter, die kommt direkt aus dem Kühlschrank, gleich rein damit. 440 Gramm helles Urdinkelmehl, 4 Eigelb, 20 Gramm Honig, 50 Gramm Zucker, bei mir wieder Hello Sweetie, 6 bis 8 Gramm Salz, 10 Gramm Hefe. Klassischerweise wäre hier noch Orangeat-Zitronat dabei. Ich nehme aber hier einfach etwas Orangenabrieb, weil ich weiß, dass das viele von euch nicht mögen. Ersetze ich das Ganze einfach mit Orangenabrieb. Wie schon gesagt, es gibt hier eine Light-Version ohne Sauerteig mit Hefe, aber das Ergebnis ist trotzdem sehr, sehr lecker. Und zum Schluss eine Vanilleschote in der Mitte durchschneiden, Samen auskratzen. Beigeben. Dann die Küchenmaschine auf kleiner Stufe starten und nach ein paar Minuten das Tempo erhöhen und zu einem plastischen Teig kneten. Nach 15 bis 20 Minuten Knetzeit ist der Teig schön geknetet. Mach dir hier keinen Kopf, es ist ein weicher Teig. Und auch wenn es den nicht ganz löst, das ist völlig in Ordnung. Hier genügend Mehl nehmen für den Fenstertest. Und jetzt guckt ihr das mal an. Wir haben hier zusätzlich Urdinkelmehl, der ist eh schon schön dehnbar. Und guckt ihr mal, wie schön, dass ich den jetzt ziehen kann. Richtig toll. Das ist das Wunderschöne beim Urdinkelmehl.
Aber die Gefahr ist, wenn du den jetzt 30, 35 Minuten kneten würdest, dann wird der wieder ganz, ganz weich und klebrig. Darum sage ich eher weniger, egal wenn es den noch nicht zusammennimmt. Aber mach hier den Gluten nicht kaputt. Also nicht so lange kneten, bis die Glutenstruktur nicht mehr vorhanden ist. Das wäre ein Fehler. Jetzt portioniere ich mir hier Stücke zu je 300 Gramm. Forme ich mir mal zu einer leichten Kugel. Aus jeder Kugel schneide ich mir links und rechts noch Stücke ab zu je 70 Gramm. Das kommt dann in diese typische Form hier für die Ostertaube. Und links und rechts brauchen wir auch Teig und in der Mitte das Mittelstück. Darum schneide ich es hier noch einmal ab. Dann noch einmal Kugel vorwirken. Kugel formen, leicht in die Länge, dann hier schön reinlegen. So. Passt wunderbar, so reinlegen. Genau das gleiche mit den anderen Stücken auch. Je 70 Gramm seitlich abtrennen. Die Länge formen, reinlegen, seitliche Stücke dazu. Und der Teig muss hier sehr weich sein. Erstens, er kann ja nirgends hin. Der muss in die Höhe raufgehen. Da kann der Teig noch so weich sein. Und der Teig wird viel luftiger, wenn du hier einen weichen Teig hast, als wenn der fest ist. Und jetzt müssen wir nur noch warten, alles schön zudecken, bis die etwa einen halben Zentimeter unter dem Rand sind. Und dann kommt eine Masse oben drauf, Mandeln, ein bisschen Hagelzucker und ab in den Ofen. 5 bis 6 Stunden später, hier bei Zimmertemperatur, sind die Ostertauben schön aufgegangen. Jetzt kommt oben drauf die Kruste. Hier habe ich 120 Gramm Zucker, in meinem Fall wieder Hello Sweetie, 30 Gramm Eiweiß, das entspricht einem Eiweiß, aber für die, die es in Gramm haben wollen. Dann 60 Gramm gemahlene geschälte Mandeln und 5 Gramm Maisstärke. Alle Zutaten zusammen mischen. Falls es bei dir viel zu fest ist, einfach noch ein bisschen Eiweiß nachgeben. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie fest binden die Mandeln ab. Das ist meistens eher zu fest als zu weich. Dann einfach noch ein Schlückchen Eiweiß nachgeben. Vielleicht nicht ein ganzes zweites Eiweiß, vielleicht so ein halbes. Da musst du es halt einfach separat aufschlagen und beigeben. Es sollte etwa diese streichfähige Konsistenz geben. Fülle ich mir in einen Spritzbeutel. Und hier habe ich eine Lochtülle, die ich einfach flach gedrückt habe. Und so kann ich mir jetzt diese Masse oben schön verteilen. Mit einem Spachtel noch gleichmäßig machen. Thank you.
Das gibt dann eine super schöne, knusprige Kruste. Harmoniert super mit dem luftigen inneren Teig. Richtig lecker und schützt natürlich die Ostertaube auch noch vor dem Austrocknen. Nächster Schritt, ganze Mandeln oben verteilen. Dann Hagelzucker. Dann noch mehr Zucker, dieses Mal in Form von Puderzucker. Die ganze Ostertaube einmal stauben. Und dann als Abschluss eine halbe konfierte Kirsche vorne an den Spitz. Ostertauben auf ein Backblech legen. Und bei 190 Grad Ober-Unterhitze backen. Einschieben. Bisschen Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Nach 20 bis 25 Minuten sind die auch schon gebacken. Guck dir das mal an. Goldgelbe Farbe, richtig schön sehen die aus. Schiebe ich mir gleich auf ein Gitter. Schöne Höhe, optimal die Form ausgenutzt. Und hier warte ich heute gar nicht lange. Schneide ich gleich einfach mal heiß rein. Ich musste jetzt genug lange warten und da bin ich jetzt gespannt, wie die aussehen. Klar, jetzt ist er noch ein bisschen schlotzig, das wegen der Wärme, aber eine super schöne Lockerung mit Urdinkelmehl, was eigentlich normalerweise kompakter ist. Hier haben wir es aber schön gelockert, richtig, richtig toll. Ein bisschen weiter reinschneiden. Und die Kruste und die Papierform schützt die Taube natürlich auch super vor dem Austrocknen. Perfekt zum Verschenken. Ein Traum. Richtig schön. Das duftet schon leicht nach Orange und richtig schön Butter drin. Und es schmilzt im Mund dahin. Ein super Gebäck. Die Light-Variante mit Hefe, richtig toll, sehr reichhaltiges Gebäck, das lange frisch bleibt, traditionell zu Ostern, italienisches Ostergebäck. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken, falls man sich nicht mehr sieht, frohe Ostern. Wenn du mehr Informationen zu Urdinkel willst, unterhalb vom Video erhaltest du die. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, schreib mir unbedingt eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.